Hallo, wir sind in Berlin beim Einführungsseminar der Heinrich-Böll-Stiftung und sprechen mit Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Fluchthintergrund über ihre Erfahrungen in der Stiftung und ihr soziales Engagement. Warum hast du dich bei der Grünen Böll-Stiftung beworben? Ich habe mich bei der Heinrich-Böll-Stiftung beworben, weil sie motivierte, geflüchtete Menschen beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen. Weil wir auch ähnliche Aspekte von verschiedenen Themen haben. Und wie zum Beispiel Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern. Es wird bei keiner anderen Stiftung viel Wert für den Umweltschutz und Gleichberechtigung wie bei der Heinrich-Böll gelegt. Was war deine größte Hürde bei der Bewerbung? In der ersten Etappe ein Antrag muss ausgefüllt werden. Das war für mich schwierig. Außerdem war der Auswahlworkshop ein bisschen herausfordernd für mich, weil ich Angst hatte, wegen der Sprachbarriere einen falschen Eindruck zu hinterlassen. Aber am Ende hat man die Gelegenheit, mit der Auswahlkommission frei und direkt über alles zu sprechen. Erzähle uns etwas über dich. Wie und wo du dich engagierst. Als ich nach Deutschland kam, damals konnte ich nur auf Englisch sprechen. Und trotzdem habe ich den Neuen Berliner geholfen. Danach habe ich deutsche Sprache gelernt. Und bis jetzt helfe ich die Leute und ich arbeite als Dolmetscher. Ich arbeite als Editor und Übersetzerin beim Kitabna-Projekt. Kitabna-Projekt macht Kinderbücher für traumatisierte, geflüchtete Kinder. Ich bin aktiv an mehreren Projekten, die die politische und soziale Teilhabe von Geflüchteten fordern. Vor allem unbegleitete minderjährige Geflüchteten und LSBTI-Geflüchteten als besondere schutzbedürftige Gruppen. Was sind deine Erfahrungen als Stipendiat in der Stiftung? Hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung fühle ich mich wohl, nicht als Fremde wegen der hohen Frauenquote und auch die multikulturelle Gruppe. Was sollte die Stiftung tun, um noch mehr junge Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen? Also so ein Video wäre zum Beispiel keine schlechte Idee. Und es wäre auch nicht schlecht, wenn man das Video in verschiedenen Facebook-Gruppen aufteilt. Es gibt zum Beispiel die Gruppe Syrische Frauen in Deutschland. Und das sind über 40.000 Mitglieder. Das sind alle hochmotivierte Frauen. Und die würden sich bestimmt auf ein Stipendium freuen. Wir stipendierten Migranten, wir sollten auch als Botschafter der Stiftung sein, um die Botschaft der Stiftung weiterzugeben. Applaus